herzlich willkommen auch im Namen von Ayondo zum, ja, ich glaube, das wird ein relativ besonderes Webinar, zum Webinar heute am 17.04. Wir haben Steuerzahlertag in den USA. Da gehen einige davon aus, dass heute die Bitcoin-Steuern aus dem letzten Jahr gezahlt werden und dann ab morgen wieder kräftig investiert, aber das nur am Rande. Nikolas, du hörst mich auch. Wir bestreiten heute das Webinar. Genau, ja, ich höre dich sehr gut. Prima. Dann Grüße nach Trier und ich gebe mal einen kleinen Überblick über das Programm heute. Im Hintergrund ist schon Bitcoin zum US-Dollar bei wie fürs Webinar bestellten 8.000 Dollar aufgerufen. Da werden wir darauf eingehen, auf das, was am Kryptomarkt los ist. Ganz besonderer Fokus wird heute auf dem Thema Marktpsychologie und Trading sein und wie man aus Angst und Gier am Markt seinen Nutzen möglicherweise ziehen kann. Ich werde da auf das gute alte Wohler-Strategie-Portfolio eingehen, das ich jetzt ein paar Wochen ganz, ganz bewusst nicht besprochen habe. Ich erkläre euch später, warum. Und ich hoffe aber, dass alle daraus richtig was mitnehmen können. Aber zuallererst muss man mal sagen, wir machen ja hier Webinar für Ayondo. Der CFD-Markt und der Markt für Trading wurde in den letzten Jahren stark reguliert. Die BaFin schaut da drauf. Wir haben eine Einlagensicherung, alles fein. Ayondo war da von der ersten Minute und Stunde eigentlich Vorreiter und immer einen Schritt allen anderen voraus, wenn man so will. Und da ist es schon ein bisschen putzig, dass sich in den letzten 12 bis 18 Monaten ein Markt in Deutschland etablieren konnte, der überhaupt noch nicht reguliert ist und der daherkommt, ja, man könnte böse sagen, wie Wild West. Und Nikolas, wir haben heute einen speziellen Fall. SafeTrade. Das ICO, das ja, oder das, der Fintech, der von der deutschen Börse auch flankiert wird, Sandvik 94, hier 200 Meter von mir weg. Ich habe eben ein kleines Video da gemacht. Vielleicht mal von dir so ein paar Sätze. Was ist denn da los? Genau, zuallererst die kurze Information. SafeTrade war einer der größten ICOs und ist auch mit relativ hoher Medienaufmerksamkeit ja im Frühjahr 2018 quasi ausgelaufen, sehr erfolgreich. Man hat rund 40 Millionen Euro eingesammelt und hat dabei ungefähr 35.000 ja, Privatanleger oder Investoren mitnehmen können. Also jetzt nicht unbedingt eine kleine Nummer und geht auch schon um ganz ordentliche Summen. Ja, und jetzt hatte man heute auf allen Kanälen, da sind vor allem drei zu nennen, auf der Homepage, auf Twitter und in der Telegram-Gruppe, ja, sehr besondere Aktionen. Auf der Homepage hat man ein South Park-Meme, also von der US-Comedy-Serie mit dem Schriftzug "And it's gone or over". Ich weiß gerade kurz nicht. Auf Twitter hat man ein Bild des CEO und Founders, also eigentlich eine Collage, die auch zugegebenermaßen recht plump gemacht ist. Also auf dem linken Teil der Collage sieht man ihn vor einem Flughafenschalter mit den Daten im Hintergrund und rechts sieht man eigentlich nur ein Bild eines Mannes am Strand. Also man sieht nicht ihn. Es ist halt, ja, es soll den Anschein erwecken, dass er sich quasi mit dem Geld in den nächsten Flieger gesetzt hat und nun die 40 Millionen am Strand durchbringt. Das ist der Stand und bis jetzt gibt es keine Informationen von SafeTrade oder von Mitarbeitern oder sonstiges, was denn da jetzt genau los ist. Genau, ich war eben mal drüben, habe ein kleines Video gemacht, auch für unsere Seite, für bitcoin-krypto.de und Benji hat den Pressesprecher immerhin an die Strippe bekommen und der sagte, morgen gibt es eine Pressemitteilung zu SafeTrade. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Es könnte natürlich wirklich ein Marketing-Gag sein, so wie ihn Elon Musk am 1. April gemacht hat. Das hat die Tesla-Aktie damals ein paar Euro und Dollar gekostet. Kam nicht bei jedem so gut an. Vielleicht ist natürlich dieser ICO-Bereich noch etwas empfänglicher und anzunehmen für solche Art von Humor oder so. Aber im Finanzbereich, sage ich mal, muss man da ja etwas vorsichtiger sein. Insofern große Spannung, was da so los sein wird. Und wir lassen uns da überraschen und halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, Nikolas. Du bist ja quasi der Chefredakteur von bitcoinkrypto.de und da profitiert ja auch Ayondo von, denn Ayondo bietet ja, wie man hier nochmal wunderschön sehen kann, für diejenigen, die sich nicht so mit Cryptocurrencies beschäftigen, eine ganze Reihe an. Und vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Abriss geben. Es war ein bisschen ruhig geworden im Kryptobereich, aber jetzt haben wir eine schöne Bodenbildung gesehen. Mr. Hosp hat ja gesagt, eigentlich ein prima Umfeld. Alle
großen Redaktionen haben Interviewanfragen zum Teil wieder abgesagt. Es hat sich sehr, sehr stark gelegt in der Stimmung und ein bisschen erinnerte mich das an DAX bei 11,7, 11,8 vor ein paar Wochen. Keiner wollte mehr ein Stück Brot von den Aktien und auch von den Kryptos. Und jetzt still und heimlich geht es dann durch die Bank hoch. Auch eine Jota hat sich wieder merklich berappelt. Vielleicht mal einen ganz kurzen Abriss von dir. Genau, wir hatten ja mehrere Wochen oder Monate wirklich eher einen relativ volatilen Markt, der mit deutlicher Tendenz nach unten. Und die Kurse hatten sich etwas über 6.000 gefangen, aber es war auch, es gab keinen richtigen Rebound. Also im Februar hatten wir es ja gesehen, da ist der Kurs abgeschmiert, bei 5.900 im Tief waren wir. Und es gab so eine, also Franz Georg ist nicht da, aber es gab eine sehr, sehr, sehr deutliche Tageskerze, also mit so einem ganz langen Docht nach unten, wo quasi schon Intraday eine Erholung von ungefähr 1.000 US-Dollar stattfand. Und das hatten wir zuletzt überhaupt nicht mehr. Also es war total ausgebombt und tot und es hat sich nicht viel geregt. Nach unten ging zugegebenermaßen auch nichts. Also man hätte eigentlich damit rechnen können, dass man vielleicht nochmal das Jahrestief antestet. Da haben dann am Ende auch ungefähr 300 US-Dollar gefehlt. Und so kam es jetzt letzten Donnerstag, dass wir eigentlich einen ziemlich mustergültigen Short Squeeze gesehen haben. Also es waren jetzt gar nicht so die besonderen News, aber ein, zwei positive Nachrichten haben eben dazu geführt, dass der Bitcoin innerhalb von wenigen Stunden über 1.000 US-Dollar zugelegt hatte. Und zuvor gab es verschiedene Sentiment-Auswertungen, dass eben über 90% waren es, glaube ich, der aktiven Investoren auf der Short-Seite positioniert waren. Und die haben dann eben ihre Bestände liquidiert. Müssen ja gar keine schlechten Trades gewesen sein, weil mittelfristig lag man ja auf der Short-Seite bei Bitcoin Monate bis wochenlang sehr, sehr richtig. Insofern haben die quasi ihre bärischen Chips vom Tisch genommen und den Bitcoin wieder an die 8000er-Marke geführt, wo wir jetzt seit einigen Tagen pausieren. Genau, fix wieder laut gestellt, genau, da pausieren wir. Und vielleicht als Abschluss, dann verlassen wir auch den Kryptobereich schon nach den ersten 10 Minuten. Wie sieht es denn technologisch aus, Nikolas? Letztes Jahr sagte man ja vielfach, Ethereum ist in der Oberhand. Dann gab es ein bisschen was an News zu Bitcoin Cash. Im Moment ist es doch sehr interessant, auch die relative Stärke von Litecoin war zeitweise frappierend. Kannst du mal einordnen, wem man da technisch und technologisch im Moment das meiste zutraut? Da hat sich ja ein bisschen was getan. Stichwort auch, der Bitcoin wird wieder stärker eingeschätzt. Genau, zunächst haben wir die Marktdominanz des Bitcoin hat wieder zugenommen und ist wieder so hoch wie lange nicht mehr bei knapp 50%, also 50%, knapp 50% der Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen entfallen auf den Bitcoin. Und da sind ja die kleineren Währungen Bitcoin Cash gar nicht mitgerechnet. Was eben daran liegt, dass die zweitgrößte Währung Ethereum relativ stark unter die Räder kam zu Jahresbeginn, also nochmal deutlich stärker als Bitcoin selbst. Das liegt zum einen daran, dass man eben im Jahr 2017 noch höher geflogen ist als der Bitcoin und auch daran, dass man technologisch schon viel auf den Tisch gelegt hat zuletzt und eben hier viel Euphorie eingepreist war und man jetzt eben nicht mehr unbedingt was Neues liefern konnte, was natürlich langfristig gar nicht schlecht sein muss, aber eben kurzfristig den Kurs nicht mehr treiben konnte. Und bei Bitcoin war es so, dass man eben eher viel Schlechtes eingepreist hatte und man jetzt durchaus auch wieder mehr Fantasie hat. Zum einen, weil es eben die Leitwährung ist und das wohl noch sehr lange Zeit bleiben wird. Und zum anderen, weil man sich bei Bitcoin auch technologisch neu aufstellt und mit Lightning eine Art technologische Erweiterung liefert, die das Zeug hat, einige Schwächen des Bitcoin auszumerzen, nämlich die Langsamkeit und die Kosten, die bei den Transaktionen entstehen. Lightning kann man sich vereinfacht so vorstellen, dass eine Schnittstelle zwischen zwei Usern oder zwischen zwei Transaktionen direkt stattfindet und gar nicht über diese Blockchain, wo eben alle Computer quasi involviert sind, was sehr kostenaufwendig ist. Und diese Neuerung hat eben einige Fantasie hervorgeholt. Ähnlich wie bei anderen Kryptowährungen, Ripple war zuletzt wieder sehr stark. Hier hatte man, das war auch eine der News, die wir letzten Donnerstag hatten, hier hatten wir eine Nachricht, dass Banco Santander, also eine der größten spanischen Banken, ein Zahlungssystem anbieten möchte, was eben auf dieser Ripple-Technologie basiert. Und das hat Ripple als Nummer 3 der Kryptowährungen gefestigt. Ähnlich sah es bei IOTA aus. Hier hatten wir fast den stärksten Rebound der letzten Wochen. Ungefähr 70% über dem Tief notieren wir da derzeit mit 1,60 US-Dollar. Und hier spekuliert man eben auch,
dass kurzfristig wieder Handfesteres geliefert wird und auch gerade auf die Hannover Messe. Da hat man bei IOTA angekündigt, dass man mit 10 namhaften Partnern, also aus der deutschen Industrie, wie eben von Bosch und VW, praktische Anwendungen von IOTA präsentieren möchte. Und das wäre eben ja eine große Neuerung. Und weil eben sehr viel momentan noch ins Blaue spekuliert wird, wäre das eine sehr große Neuerung, wenn man da was Handfestes vorweisen könnte. Soweit, bitte, Daniel. Ja, super, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich habe euch im Hintergrund mal die wichtigsten Währungen laufen lassen und vielleicht einen Nachtrag noch. Wir hatten ja die ganzen Kryptoskeptiker, die gesagt haben, Kursziel null. Unter anderem Robert Schiller, den die meisten ja kennen vom Schiller KGV, das auch übrigens sehr, sehr umstritten ist, gerade weil das ja auf 10 Jahre läuft und jetzt 2008 bis 2018 läuft, fast auch mal ein separates Webinarthema. Auf jeden Fall, Schiller hatte gesagt, letztes Jahr, Bitcoin ist die größte Blase seit den Tulpen und wird platzen. Und jetzt da hat er einen Gastauftritt gehabt bei CNBC und das etwas abgemildert. Er sagte, ja, da wird zwar immer noch eine Menge Spekulation drin und das wäre natürlich eine Modeerscheinung, Bitcoin und der Kryptomarkt, aber das müsse längst nicht heißen, dass es verschwindet. Und auf einmal findet er das Dezentrale gar nicht mal so schlecht und er meint, ja, dass sich da was entwickeln könnte und er sieht das jetzt eher als psychologisches Experiment. Für eine ernsthafte Investmentmöglichkeit reicht es bei ihm immer noch nicht, aber immerhin. Dazu ist, glaube ich, George Soros, der ja momentan der größte Feind aller Ungarn ist, beziehungsweise der größte Feind der ungarischen Regierung. Da empfehle ich mal den Weltspiegel der letzten Woche. Also Soros ist in den Kryptomarkt eingestiegen und findet das auch sehr, sehr interessant. Insofern, man könnte fast sagen, stimmungsmäßig sind wir noch nah am Tief, also da ist die Euphorie merklich raus. Allerdings von dem, was hinten dran geht und was die Großinvestoren so sagen, merklicher Umschwung und ich bin deutlich optimistischer als im Januar für den gesamten Kryptobereich, für Bitcoin und so weiter, denn das sind eigentlich die Füße auf den Rallyes ins Laufen kommen. Das habe ich mir gerade ausgedacht, das Beispiel. Das Sprichwort heißt eigentlich anders. Aber damit der Bitcoin- und Kryptomarkt abgeschlossen. Kurzer Abriss. Und vielleicht gibt es nächsten Monat wieder ein Spezialwebinar von Ayondo dazu. Mal wieder eine Stunde auch mit Charts und Franz Georg und so weiter. Wenn ihr das mögt, gerne im Chat antworten. Dann gebe ich das an Ayondo weiter. Hat vielleicht der ein oder andere ja Interesse. Ja, kommen wir nun zum DAX und zum Gesamtmarkt und dem großen Thema Börsenpsychologie heute, wo ihr, denke ich, alle was mitnehmen könnt. Ich fange mal an mit einem Beispiel aus der Praxis. Ich war heute bei NTV zu Gast, heute Mittag, bei Freddy Tilgen, den ja auch manch einer kennt. Und wir besprechen immer einen Tag vorher, was wir machen wollen. Vor 6 Wochen war ich das letzte Mal da, da waren der DAX bei 11,8. Da sagte Freddy, Daniel, wir müssen über Absicherung reden. Alle wollen Absicherung hören. Was meinst du dazu? Da habe ich gesagt, du Freddy, tut mir leid. Der andere Gesprächspartner kann das vielleicht tun. Ich bin der Meinung, man muss rein. So, das habe ich damals auch gesagt. Das ist zum Glück auf Band, wie immer in den letzten Jahren. Gestern ruft Freddy an und sagt, wie könnte man es anders denken? Kann man jetzt in den Markt rein? Das machen wir morgen zum Thema. Ich habe ihm gesagt, Freddy, ganz ehrlich, ich bin nicht der Meinung, dass man mit beiden Beinen jetzt reinspringen sollte. Ich glaube, die Frühjahrsrallye ist schon sehr weit fortgeschritten und wir sind ein bisschen zu spät, wenn wir das machen wollen. So haben wir heute Mittag kontrovers diskutiert und wir können ja auch mal ein Stimmungsbild einnehmen hier im Chat. Und ich rufe euch dazu mal das Portfolio Vola Strategie auf, das sich lange nicht mehr gezeigt hat. Und aus gutem Grund, weil es gab da einmal ein technisches Problem auch, aber an so einem Tag, in dem hektisch herging, aber ich will mal erklären, warum ich Vola so spannend finde und warum es aber in dem Portfolio, das jetzt wieder auf Rekordhoch ist, also alle 47, die dabei geblieben sind, denen habe ich zugesagt, oder was heißt zugesagt? Ich hatte ihnen in Aussicht gestellt, dass ich weiter an das System glaube und dass ich das schon wieder hinkriege, das zu heilen, weil wir zwischenzeitlich deutlich unter Wasser waren. Jetzt sind wir plus 65. Und wer sich die Vergleichsmaßstäbe anguckt, wir sind jetzt hier in allen Vergleichszeiträumen auch wieder vor dem DAX. Also es kann sich niemand beklagen, Rekordhoch und keiner ist im Minus. Und ganz wichtig, offene Positionen, ich habe nichts mehr. Also ich habe noch eine Long gegen eine Short-Position exakt pari stehen.
Sonst nichts mehr. Also aggregiert flat, komplett raus mit dem gestrigen Tag bei rund 12.500, 12.550. Da habe ich die Reißleine gezogen. Gucken wir mal auf das Portfolio und schauen uns mal an, warum die Volatilität so spannend ist und warum ihr alle damit gut handeln könnt. Erstmal fange ich mal mit dem an, was nicht perfekt geklappt hat. Im Endeffekt schon, aber zwischenzeitlich nicht. Wenn wir die letzten 3 Jahre mal zurückgucken, meiner festen Überzeugung nach verdient man am Markt am meisten Geld, wenn man in ängstlichen Phasen beherzt zugreift, ohne Stoppkurse handelt. Ich sage es nochmal. Letztens hat mal jemand, ein böser Investmentbanker, den ich kenne, von Goldman Sachs gesagt, Stoppkurse sind was für Privatanleger. Das würde ich nicht sagen. Das ist auch ein ganz böser Satz gewesen. Aber ich finde, wer den ganzen Tag dabei ist, kann das und kein System hat, das maschinell läuft, kann immer selber entscheiden, ist das jetzt ein Punkt zum Einstieg oder zum Ausstieg? Muss ich glattstellen, ja oder nein? Man kann natürlich Positionen manuell stoppen, aber ich bin fest dagegen, das maschinell einzustellen. So handle ich die letzten 20 Jahre schon. Mein privates Portfolio gibt mir da auch recht. Ganz einfach, weil ich finde, mit der Angst zu spielen, ist das Beste, was man tun kann am Markt. Es ist aber psychologisch wahnsinnig schwierig. So, warum sieht man das hier wunderbar? Wir hatten in den letzten 3 Jahren immer Vola-Bänder, Volatilitätsbänder. Vielleicht für diejenigen, die sich mit Volatilität nicht so auskennen, eine Volatilität, VDAX New, zeigt ja, was vom Markt erwartet wird. Beispielsweise, wir hatten VDAX New bei 40 Ende März, Anfang März, Entschuldigung, das impliziert, der Markt erwartet für die nächsten 3 Monate 20% Schwankungen nach oben und 20 nach unten. So, wenn der DAX bei 11.000 ist, bedeutet das nach oben grob bisschen was über der 13.000, also vorausgesetzt, der wäre bei 11.000, nach unten 9.000. So, das wäre ein extrem breites Band. Ja? Wenn ich wie jetzt 15% VDAX New Stand habe, dann heißt das für die nächsten 3 Monate eigentlich eingepreist 7,5% nach oben und 7,5% nach unten. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Ja? So, es gibt natürlich verschiedene Arten von Volatilität. Es gibt den VIX, das VIX, auf den ich sehr stark gucke, auch in den USA. Ich kann ihn mal aufrufen. Das ist nämlich ein sehr, sehr interessantes Dinger. Und das hilft euch allen beim Traden, weil es einfach, wenn ihr danach guckt, hilft auszuschalten, dass man sich vom Umfeld so infizieren lässt. Ja, ich zeige das mal hier auf einem Jahr. Seht ihr ganz, ganz schön hier. Der ist im Moment bei 91 Punkten. Wir waren bei 180 Punkten fast im Februar, März. Das ist Paniklevel. Ja? In so einem Szenario darf ich meiner Ansicht nach niemals Positionen geben. Das ist nach guter alter Costolani-Manier der Moment, in dem die starken Hände aber nehmen bis zum Anschlag. Natürlich kann das sein, dass der Markt dabei 11,9 ist und der geht noch auf 11,7 oder auch auf 11,6. Aber dass wir danach eine massive Erholung sehen, ist extrem wahrscheinlich, weil das immer passiert mit Rückgängen der Vola. Jetzt seht ihr hier, VIX vom VIX, knapp 180. Jetzt sind wir wieder bei 91 angekommen. Das ist noch nicht der Tiefstand des letzten Jahres, aber wir rücken damit nah dran an ein Level, das zumindest eher wieder Richtung Sorglosigkeit geht. Ich zeige euch das nochmal hier auf 5 Jahre. 2015 hatten wir wahnsinnige Panik im Sommer. VIX vom VIX oben. Letztes Jahr Sommer, VIX vom VIX zieht nach oben. Und das hier, 5 Jahre, schaut mal, eine wahnsinnige Spitze. Und da muss ich einfach Bestände nehmen. Ich kann mich da nicht vom Bestand trennen. Das Einzige, was ich in Kauf nehmen muss, dass ich zwischenzeitlich mal unter Wasser komme. Aber stellt euch vor, ihr habt ein großes Portfolio mit von mir aus ETF, Indexpapieren, was auch immer. Oder einfach bei Aion mit einem Hebel 2. So. Und ihr geht da seid auf dem Punkt voll investiert. Meiner Ansicht nach darf man da niemals die Position auflösen. Da warten alle drauf und ganz ehrlich, in den Investmentbanken warten da auch alle drauf, weil jeder Händler sagt, Dankeschön, dass du mir deine Position gibst. Hervorragend, nehme ich aufs eigene Buch, auch wenn es keiner zugeben würde. Perfekt. Ja, guckt euch die Ergebnisse an von Goldman aus dem ersten Quartal, von JP Morgan und so weiter. Die sehen alle perfekt aus, weil das ist genau das, was die Banken brauchen. Macht diesen Fehler nicht. Umgekehrt. Gucken wir mal auf die 3 Monate VX von VX. So. Sorry, ein bisschen länger. Guck mal in den Januar. Ungefähr das Level vom jetzt oder November. Da waren wir richtig tief. Das bedeutet, der Markt ist
komplett sorglos. Wir machen es nochmal merklicher. VDAX New. Ja, ihr könnt jeden Moment der letzten 5 Jahre durchgehen. Es ist auf den Verkaufsphasen noch einfacher als auf den Kaufphasen. Denn wenn man das mal sich hier anschaut, das ist der Januar. Wir sind bei 14 im VDAX New. Jetzt sind wir ungefähr wieder bei 15. Das bedeutet einfach, der Markt ist völlig sorglos. Es kann sein, dass der Markt da oben rumpendelt, 100, 200 Punkte nach oben macht. Dass er merklich nach oben läuft, ist nahezu ausgeschlossen. Das passiert sehr, sehr selten. Man kann auf dem Niveau, auf dem niedrigen Wohlerniveau verharren eine längere Zeit. Dass es noch geringer wird, sehr, sehr unwahrscheinlich. Umgekehrt, so ein Peak nach oben auf die 40, das sagt mir, diese Wohlers, das hält maximal ein paar Tage, das bricht immer ein. Hier bricht es ein, hier bricht es ein, hier, hier, da auch schon. Nicht falsch verstehen, man weiß zum Beispiel hier 2017 nicht, ob das schon oben ist. Das hätte auch noch bis dahin gehen können, natürlich. Aber man weiß, es kommt immer wieder zu seinem Mittelpunkt und zu seiner Ausgangslage zurück, nämlich auf ein schwaches Wohlerniveau. Insofern, in solchen Phasen muss man immer Positionen nehmen, ist meine feste Überzeugung. So, das trifft auch, und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, Moment mal, was war denn 2008 und 2009? Das trifft sogar dann zu, längerfristig und mittelfristig. Denn, keine Ausnahme ohne Regel, wir hatten einen Peak im VDAX New, ihr erinnert euch, Lehman-Zeit, und das war wirklich die außergewöhnlichste Situation der letzten 20, 25 Jahre am Markt, das wird jeder zugeben, hatten wir einen Peak von 81, schlag mich tot, im VDAX New. Das war, als der DAX, ich glaube, wir waren damals so 4, 8, 5.000. Wir sind dann bis März nochmal ein Stückchen weiter gefallen, bis März 2009. Ich meine, das wäre dieser Peak hier, der nochmal so Richtung 50 geht. Wir gehen an einem Tag damals auf die 3,6. Ja, das Flat-Niveau in der Woche war, glaube ich, damals so um die 4.000. Das sind nochmal 20% im Index runter. Jetzt könnte man sagen, na toll, ich kaufe im Oktober 2008, Vola-Peak, wie du sagst, Daniel, und liege erstmal 20% hinten. Ja, das stimmt. Wenn ich mit einem extrem hohen Hebel unterwegs bin, ist das blöd. Dann bin ich nämlich ausgenockt. Wenn ich allerdings 1:1 Hebel unterwegs bin, und das ist wirklich die Ausnahmesituation der letzten 25 Jahre, das wollen wir nochmal festhalten, dann ist das trotzdem ein perfekter Zeitpunkt gewesen zum Einstieg. Denn wir sind jetzt bei 12,5, wir waren schon bei 13.000. Natürlich ist es schöner, wenn ich bei 4.000 in den Markt reinkomme, als bei 5.000. Aber eins steht fest, ich muss dann rein in solchen Phasen. Ich muss dann rein. Und ich muss meiner Ansicht nach nicht dann rein, wenn die Charttechniker danach bei 6,5 oder 7.000 sagen, so jetzt ist aber der Weg nach oben frei. Und genau das sehen wir jetzt meiner Ansicht nach. Wir haben jetzt von 11,7 ein paar zerquetschte bis 12,6 eine schöne Rallye gemacht, sind da perfekt gelaufen mit massiv sinkender Wohler. Ihr seht das ja hier, 14,7 von 40 ausgehend, geht's runter, machen da fast 1.000 Punkte. Und jetzt kommen die ersten Charttechniker, die sagen, naja, wenn wir jetzt über die 12,7 gehen, dann muss man rein. Ich sage da, sorry Leute, da gehe ich nicht mit, ich halte davon einfach nichts. Das ist rein prozyklisch. Und was ist denn der Erwartungshorizont? Ich gehe dann bei 12,8 rein, die Luft ist rein, nehme 400 Punkte mit bis 13,2 vielleicht und dann war es das wieder. Und was ist mit den 1.200, die ich vorher liegen lassen? Deswegen finde ich einfach, Vola ist das viel, viel bessere Signal. So, insofern börsenpsychologisch extrem wichtig. Was kommt noch dazu? Die Vola ist nicht das Einzige. Ich kann mal gerade gucken. Ich glaube, es ist CNBC. Read. Den hat schon jemand erwähnt. Wir gucken uns mal diesen Index an. Money.cnn. Sowas nehme ich auch dazu. So. Wir waren, als der DAX... Ups, ich muss mal hier das kurz wegklicken. So. Ihr seht diesen wunderschönen Index hier. Im Januar war der hier. Extremer Optimismus. Das zusammengenommen. René schreibt gerade, er ist einer von den 47. Ja, Glückwunsch und danke fürs Dabeibleiben, selbstverständlich. Entschuldigung, ich schweife ab. Also, Fear and Greed Index. Nehmt euch das auf die Watchlist mit dazu. Ganz egal, ob ihr dem glaubt, was ich hier sage oder auf was ihr achtet. Aber ich kann euch das nur empfehlen. Schaut auf sowas.
im Januar bei Extreme Greed gewesen. Was soll einen Markt noch treiben, bei dem alle sagen, es geht nur noch rauf? Das hat einfach keinen Wert. Wer soll da noch kaufen? Es sind alle investiert. Jetzt sind wir, ich denke mal, nächste Woche werden wir hier im neutralen Bereich ankommen. Heißt das schon, dass der Markt wieder zu heiß gelaufen ist? Wie muss man das lesen? Wir waren hier vor 5, 6 Wochen bei Extreme Fear. Also es gab auch noch nie in den letzten 20 Jahren einen Zyklus, in dem wir von Extreme Greed auf Extreme Fear innerhalb von einem Monat gefallen sind. Das hat wie ein Drehzahlmesser beim Auto bei der Vollbremsung ging das. Da waren wir ganz unten und jetzt haben wir eine deutliche Erholung und weg von vier. Meiner Meinung nach spricht das dafür, dass wir jetzt über die nächsten Wochen und Monate einen Trading-Markt sehen. Ich hatte bei uns gesagt, 11.500 bis 13.000, so Pi mal Daumen bis Frühsommer. Da waren wir wohlgemerkt bei 11.700. Das ist meine Erwartung, die ich habe für die nächsten Wochen und Monate. Jetzt sind wir wieder nah Richtung 13. Es kann noch ein kleines Stückchen laufen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt der Moment ist, um mit beiden Beinen in den Markt reinzuspringen. Wie gesagt, einen kleinen Tick kann es noch gehen. Wir haben ja auch Quartalsaison, da kommen die Dividenden noch rein. Ein bisschen was geht schon. Man sieht aber auch heute an der Reaktion auf eine Conti. Man muss auch liefern, sonst wird man abgestraft. Wenn man liefert, siehe Netflix vorgestern, wird man belohnt. So, jetzt kann man hier sich noch so weitere wunderschöne Indikatoren angucken. Marktvolatilität, Junk Bond Demand, sowas ist auch sehr wichtig. Put-to-Call-Ratio, Safe Haven Demand, all das nimmt man dazu. Dann natürlich auch die Aktien, die neue Lows oder Tiefs machen und bildet daraus seine Meinung zum Markt. Und auch bei dem Fear and Greed over Time sollte man genau hingucken. Also man sieht schon hier, das ist eine Bodenbildung in der Furcht. Und da weiß ich, ich habe eigentlich drei Chancen reinzugehen. Und wenn man sich das anguckt, wo der Markt war, 11.700, 11.800, auch da gab es eigentlich drei Chancen. Ich erinnere mich an mehrere Tage, auch in Chats, in denen ich bin, wo die Leute sagten, okay, jetzt ist alles off hier, alle raus. Und mir gefällt das dann, wenn alle im Chat schreiben, alles muss raus, dann weiß ich, man muss rein. Im Januar war es so, da wurde man, habe ich hier auch mal erzählt, das habe ich übrigens in dieser Januarwoche auch erzählt, da wurde ich für jede Art von Absicherungserwähnung beleidigt. Und es hieß, bist du irre? Was soll der Quatsch? Alles ist doch positiv und jetzt kommt noch Steuerreform und so weiter. Auf solche weichen Indikatoren solltet ihr unbedingt achten. Das hilft beim Trading massiv und trickst eure Psychologie aus. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Denn natürlich werden euch alle, die euch zu der Zeit schreiben oder im Chat sind oder in irgendwelchen Chart-Foren oder was auch immer erzählen, dass es genau das Falsche ist, was ihr macht. Lasst euch davon nicht beeinflussen. Und vielleicht, damit man auch mal nochmal sieht, wie Medien ticken. Bei 11.7, 11.8, da fragt eine Welt.de, da fragt auch NTV, da fragt auch Kapital für alle, für die wir schreiben. Jungs, könnt ihr nicht mal einen Albert Edwards interviewen? Nimmt oder Mark Möbius oder wen auch immer. Glaubt ihr ernsthaft, bei 12.6 würde jemand fragen? Niemand. Das interessiert keinen Mensch, was die erzählen. So. Genauso bei 13.6, was wird gemacht? Es heißt nur, sucht mal jemand, der die 14, am besten die 15.000 ausruft. Runde Marken sind ohnehin beliebt und dann weiß man schon genau, was los ist. Sehr gut gefallen hat mir auch vorletzte Woche, als die Commerzbank ihr Jahresziel runtergenommen hat. Auch auf sowas achte ich. Perfekt, absoluter Traum. Weil Banken reagieren natürlich auch stets nachlaufend prozyklisch. Im Januar haben sie gemerkt, oh, der DAX-Start verläuft gut, kamen sie Mitte Januar, die ersten haben ihre Jahresprognosen direkt erhöht, zack, geht's runter. Jetzt kommt die COBA, ist die erste, die sie einsammelt und sagt, oh, wir erwarten nur noch 13.000, bisschen was. Sowas passt wunderbar ins Szenario. Die gute Nachricht ist für alle, die nochmal in den Markt rein wollen, wir erinnern uns mal an die Statistik von Franz Georg aus dem Januar. Da hatten wir darauf hingewiesen. Normalerweise laufen Jahre, bei denen wir in den Januar ganz schlecht reinkommen, Entschuldigung, ganz gut reinkommen im S&P 500, wo die ersten 3 bis 5 Tage positiv sind, so 100% positiv, final. Franz Georg hatte aber da auch hier an dieser Stelle gesagt, Leute, das kann zwischendurch mit einem Drawdown von 20% einhergehen im Gesamtindex und dann zieht der Markt gegen Ende wieder hoch. Und dieses Jahr wäre eigentlich so ein typisches Jahr. Übrigens, ihr seht hier, ich habe die offenen Positionen noch zugemacht. Das habe ich gestern gemacht und dann können wir mal gucken. Und da seht ihr auch, ich habe nicht einfach stumpf auf Long gesetzt, sondern ich habe auch immer zwischendurch, weil ich
Normal verläuft so eine Erholung nicht im stetigen V, sondern der Markt steigt, geht ein bisschen zurück, steigt, geht ein bisschen zurück, steigt, geht ein bisschen zurück. Und da kann man wunderbar manuell hier auch immer diese Short-Positionen reinziehen. Übrigens, Ayondo hier, US Volatility bei diesen Ausschlägen. Fast ein Free Lunch, würde ich sagen, die Vola dann zu shorten, wenn sie so wunderbar hoch ist. Einfach im Ayondo Trade Hub hier gucken. Vola, wo haben wir sie? Ich glaube, bei andere, sag mal, bin ich blind? Da ist sie. So. Ich gucke gerade, normalerweise. Irgendwas mache ich falsch. Eigentlich sollte hier die Volatilität kommen. Okay, finde ich gerade nicht. Prüfe ich nach, was da los ist. Auf alle Fälle, ich zeige es hier nochmal. War ich dann Vola Short gegangen, zwischendurch auch immer mal die Amerikaner Short gegangen. Und auch noch ein kleiner Tipp. Japan an ganz schwachen Tagen, das kann man jetzt an so einem ruhigen Tag auch mal besprechen, vielleicht für den Hinterkopf beim nächsten Mal. Der Markt reagiert ganz oft so und natürlich auch die Broker, die dann die Kurse sozusagen abfrontnehmen. Schwache US-Börsen, schwache Europabörsen, am besten am Tag vorher ein schwacher Nikkei. Dann wird auf den Nikkei in Europa nochmal draufgekloppt und in den USA. Es gibt da ganz oft wunderbare Chancen, den Nikkei abends in der Indikation 20, 21 Uhr billig einzusammeln. Und es hat fast bis jetzt immer geklappt, wenn der so weit runtergerät und nochmal 6% draufgekloppt, dass er dann am nächsten Tag bei -2% rauskommt, kann man schön was mitnehmen. Also hier. Ihr seht hier, das ist alles Ende März, das sind alles Short-Positionen. Also wie gesagt, ich war nicht stumpf long, sondern habe das gemischt und versucht, dieser Vola zu spielen und auch immer zu gucken, über die Indizes hinweg, wo kann man einen schönen Trade mitnehmen. Seht hier, hat nicht immer geklappt, auch mal einmal ausgenockt worden. Facebook habe ich mal was probiert, da habe ich dann zum Beispiel an einem Tag gemerkt, oh, hier die Long-Position, das ist doch nicht so das Richtige und bin direkt wieder raus. Also ich halte auch nicht dramatisch fest. Wenn ich irgendwie der Überzeugung bin, ich brauche einen Privatstopp, dann raus damit. Und hier seht ihr auch Japan, da hatte ich einige Positionen genommen. Also wir müssen das jetzt nicht bis ins Letzte vollziehen, aber börsenpsychologisch so wichtig. Jetzt schreibt Joe, VEX ist noch nicht zu handeln, weil Ayondo den Rollover noch nicht umgesetzt hat. Ah, okay, wird gerade gerollt. Vielen Dank für den Hinweis. Genau. Jetzt habe ich noch eine Idee, die ich gerne mit euch diskutieren möchte. Da nämlich eben hat irgendjemand mich nach Öl gefragt. Öl ist ein gutes Stichwort. Behalte ich mir im Hinterkopf. Ich wollte nur noch was zum DAX grundsätzlich sagen. Zu diesen Ausverkaufszeitpunkten. Warum glaube ich auch, dass gerade auf der Short-Seite diese hohen Vola-Stände eine schöne Chance sind, wenn man langfristig Vermögen aufbauen will, reinzukrätschen. Erstens, weil ich davon ausgehe, dass Aktien à la Long steigen. Es gibt Ausnahmen wie extreme Übertreibungen in Indizes wie Japan Ende der 90er. Dann habe ich natürlich ein Problem, wenn ich das vollziehe. Das sehe ich aber in Europa im Moment auf keinen Fall. USA könnte man vielleicht bei einzelnen Aktien davon sprechen, aber auch im Gesamtmarkt sehe ich das dort nicht, dass man sagen würde, da wird es jetzt einbrechen und es bleibt 20 Jahre, läuft seitwärts. Auch vom Zinsmarkt her sehe ich das nicht. Deswegen diese hohen Vola-Ausschläge, immer ein schöner Moment, um in den Markt reinzugehen, um einfach so langfristig was einzusammeln. Denn nach meiner Sichtweise handeln wir alle im DAX gegen einen unsichtbaren 6% Contango. Was meine ich damit? Contango kommt ja eigentlich aus dem Ölbereich und bedeutet nichts anderes als dass Öl Lagerkosten verursacht. Also wenn ich Öl handle und habe beispielsweise ein Indexpapier auf Öl, dann ist klar, ich muss jedes Jahr Rendite X erzielen, um die Lagerkosten zu decken. Bei Silber oder Gold sind die Lagerkosten sehr gering. Je mehr Masse der Rohstoff braucht und je mehr Lagerkapazität, desto schwieriger ist das mit dem Rollen. Bei Weizen, bei Mais und so weiter ist das noch extremer. So, das heißt, für mich ist Öl für Buy and Hold kein Instrument. Ich würde mir keinen Öl Anleihen holen und einfach sagen, ich investiere in Öl, weil so viel kann ich gar nicht gewinnen, wie die Rolle mich kostet. So. Beim DAX wiederum habe ich aus den letzten 100 Jahren die Erfahrung, der DAX wirft im Schnitt 6% pro Jahr ab. Dividenden plus Kursgewinne. So, eigentlich 50-50 im Schnitt.
Das sind für mich unsichtbare 6%, gegen die ich handle. Der DAX kommt Hango. Weil ich eigentlich weiß, die Unternehmen erwirtschaften ja Gewinne, das muss irgendwie rein. Es ist immer die Frage, wann fließt das in den Markt? Es kann auch mal sein, dass der DAX mal ein Jahr 20% Minus macht. Dann macht er vielleicht in anderen Jahren auch mal 30 plus. Aber über die Glättung sind 6%. Das bedeutet per se auch, im DAX Short zu gehen, ist eigentlich schwieriger als Long zu gehen. Umgekehrt aber, diese Ausverkaufsmomente kann ich wunderbar nutzen, weil ich weiß, dieser unsichtbare Contango spielt über die Zeit für mich. Auch das sollte man immer im Hinterkopf haben, gerade dann, wenn viele da draußen erzählen, ja, es ist alles so risikoreich und jetzt bricht alles zusammen. Ja, das wollte ich unbedingt loswerden in der Hinsicht. Vielleicht kann der ein oder andere auch mal Feedback geben, wie ihr das haltet, ob ihr euch nach Psychologie richtet oder ob das schwierig ist, das Ganze umzusetzen oder wie da vielleicht auch andere Leute reinreden. Ich habe noch ein kleines Beispiel. Da nehmen wir mal eine Aktie, die zugegeben bei Aiondo etwas zu klein ist. SDAX-Wert bietet auch kaum jemand an, kann man aber recht schön was illustrieren bei. Eigentlich eine typische Aktie, die zeigt, wie Anleger ticken. Und passt ja auch gerade zu dem, was wir im Moment sehen. Borussia Dortmund. So, ich mache mal den Chart groß, dann sieht man das sehr eindrücklich. Nikolas, du bist, glaube ich, noch da und du erinnerst dich vielleicht an den Oktober letzten Jahres. Ja, genau, ich bin noch da. Genau. Du erinnerst dich an Halbgott, nicht wahr? So heißt ein. Ah ja, genau, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Genau, vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, was letztes Jahr im Oktober passierte. Der BVB war ja auf Rang 1 in der Bundesliga, dann kam Halbgott auf eine Empfehlung von uns hin. Genau, wir hatten, wie man im Chart sieht, die Aktie knapp über 8 Euro. Ich glaube, wir hatten es sogar kurz davor, hatten wir quasi den Beitrag online gestellt. Also wir haben sozusagen es ging danach noch 1, 2, 3% nach oben. Und ja, da haben wir eben Skepsis angemahnt, beziehungsweise, ich glaube, der Tenor war gar nicht so negativ, aber er zielte eben auf diese Sentiment-Sicht ab und auf diverse Gründe, warum man eben jetzt nicht mehr unbedingt rein sollte oder eben einfach mal den Fuß vom Gas nehmen könnte. Und ja, der User, den hat das sehr mitgenommen, dass wir da seine Herzensaktie, so würde ich es mal bezeichnen, angegriffen haben, mehr oder weniger. Und hat das, er hat uns dann diverse Argumente vor die Brust geschleudert, warum die Aktie ja eigentlich weiter steigen muss. Genau, ich habe es hier mal rausgesucht. Wir hatten damals den BVB auf der Shortseite empfohlen bei 8 Euro. Oder bei 7,90 Euro, genau wie du sagst, die liefern, glaube ich, noch bis 8,25, also sogar noch ein Stückchen. Aber das ist für mich börsenpsychologisch ein Musterbeispiel und warum das für euch so wichtig ist und warum man da wunderbar handeln kann. Der BVB war im Herbst, im Oktober, Spitzenreiter in der Liga. In der Champions League hatte man, glaube ich, das erste Spiel in Tottenham verloren und dann Nikosia ein Unentschieden oder so. Es war schon sogar absehbar, dass man in der Champions League ausscheiden würde. So. Im Kader war noch alles in Ordnung, alles fein, aber man fragte sich damals, was soll denn bitte noch kommen? Champions League weiterkommen war eigentlich noch eingepreist, weitere Gelder. Ein Champions League Quali fürs nächste Jahr ohnehin schon abgehakt und eigentlich, dass man Meister wird. Im Pokal war man auch noch. Es gab sportlich keinerlei Upside mehr zu dem, was damals schon passierte. Die Aktie war genau in dem Rahmen bewertet und es fiel einfach nichts mehr ein, was noch passieren konnte. Man sah, von 6 Euro waren wir nach oben geschossen oder von unter 6 auf über 8. Wir haben dann gesagt, uns fällt nichts mehr ein, was die Aktie beflügeln könnte. Das ist eine Short-Position jetzt, denn es kann nur noch Negatives passieren. Wir sind alle keine Hellseher. Der BVB hätte sich auch auf Platz 2 in der Liga halten können. Champions League aus war einigermaßen absehbar. Aber was ich sagen will, das hieß damals nicht, dass die Aktie so einbrechen musste, wie das jetzt passiert ist. Da hatten wir natürlich auch ein bisschen Glück. Aber dass sie nicht mehr weiter steigen konnte, war vom Sentiment eigentlich wirklich absehbar. So, und jetzt haben wir letzte Woche, das hatte ich auch bei NTV gesagt und wir haben auch einen Artikel dazu geschrieben, bei 5 Euro, 4,99, 5 Euro, die Aktie zum Kauf empfohlen. Ich habe jetzt von Halbgott, von diesem Blogger, der offenbar sehr viele BVB-Aktien hat, nichts mehr gehört seit November, auch sehr komisch. Also wir wurden damals massiv beschimpft, auch BVB-Fans, die da den Blog bei uns zugespammt hatten.
Jetzt sind wir bei 5 Euro und jetzt müssten die eigentlich kommen und sagen, hey, unsere Aktie ist günstig und der BVB, die Champions League ist noch möglich, die Quali fürs nächste Jahr, Pokal ist ausgepreist. Der Kader hat eigentlich nur Upside, weil dieses Jahr spielen sehr viele unter ihren Möglichkeiten. Es werden neue Leute kommen, da kann man sich bei einigen Vereinen bedienen. Vielleicht kommt Jonas Hector vom FC, mal gucken, was da alles passiert. Die Fernsehgelder, Nicolas, das hast du letztens mal recherchiert, werden eher noch weiter ansteigen. Das sieht man ja auch schon in ganz Europa. Da wird der BVB auch aufgrund der 5- und 10-Jahres-Wertung deutlich profitieren. Das heißt, genau. Ich habe an möglichen Upsides, Champions League Quali, neuer Trainer, neue Euphorie plus Fußballaktien, gerade der BVB, laufen eigentlich immer ab Mai. Das heißt, wir gucken bei Frank Gold-Riesert immer aufs Chance-Risiko-Verhältnis. Klassisch 80-20-Betrachtung, weil 100% gibt es nicht, wir sind keine Hellseher, man kann immer nur sagen, Chance-Risiko. Das ist ein Klassiker 80-20 für mich. Oben war es 20-80, jetzt ist es 80-20. Nicolas, die Fernsehgelder, vielleicht dazu ein paar Worte für alle, die sich für die Aktie interessieren. Wobei sie primär psychologisch eben illustriert, wie man so einen Markt traden kann. Genau, die Fernsehgelder steigen auf breiter Front. Wir hatten jetzt, soweit ich das weiß, wurden die relevanten Vereine für die Clubs jetzt, sind jetzt alle verhandelt für die nächsten 1-2 Jahre. Aber wer sich es anschauen mag, kann sich gerne mal den Vertrag zwischen der Nationalmannschaft und dem DFB und ja dem jeweiligen Hauptsponsor ansehen, was ja jahrelang Daimler war. Und hier ist eben VW hingegangen und hat ja hat Daimler mehr oder weniger ausgebootet mit einem Angebot, was sie nicht ablehnen konnten, um in der Pate-Sprache zu bleiben. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht vorbereitet, aber ich glaube, man hat ungefähr das Angebot, also die laufende Zahlung vervierfacht. Und dabei sogar noch auf Rechte verzichtet, weil ja durch der alte Vertrag war so alt, dass man eben viele Online-Rechte noch gar nicht mit drin hatte und da hat man eben auch noch mal Abstriche gemacht. Also es fließen weiterhin wahnsinnige Summen und da ist jetzt kein Ende in Sicht. Genau, da ist kein Ende in Sicht, aber eben Ende in Sicht der Abwärtsbewegung meiner Ansicht und der BVB ein ganz klares Beispiel. Jetzt schreibt Thomas, WB, das heißt vermutlich Warren Buffett, seien Sie gierig, wenn andere ängstlich sind, seien Sie ängstlich, wenn andere gierig sind. Genau das steckt hinter dieser Börsenpsychologie. Es ist so, so schwierig. Ich gebe das ganz offen zu, weil ihr habt das ja selber gesehen, auch im Portfolio. Man muss sich, deswegen habe ich es auch wirklich rausgenommen aus der Präsi, weil ich sagte, ich will da nicht, dass mir jemand reinredet, weil natürlich einen immer die Leute auf diesen Gesamtmarkt quasseln. Weil das hat ja eine Dynamik, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, auch nehmen wir mal eine andere Aktie, um es zu illustrieren und um sich selber zu vergegenwärtigen, auf was man reinfällt. Volkswagen, ja, ist bei 174 Euro. Wenn ihr euch zurückerinnert, wir waren ja mal unterhalb der 100. Was haben wir da alles gehört? 94 Euro. Was haben wir da alles gehört, was mit VW passieren sollte? Die sollten pleite gehen irgendwie und Strafzahlung und Porsche wird auch noch mitgerissen. Das war genau hier. Das war der Zeitpunkt, an dem die starken Hände nehmen müssen und sagen, Leute, VW, behaltet mal die Nerven, die werden die nicht pleite gehen lassen, damit ist auch niemand gedient, das wird einfach nicht passieren. Punkt. Eine weitere Aktie, Nicolas, das ist dein Bericht, da bist du quasi Experte. Hype-Aktien, wo man sagen muss, ganz spezieller Markt, riesige Euphorie reingebremst, eingepreist und KGV-mäßig überhitzt. Under Armour. Under Armour, ja genau, ich habe es schon gehört. Genau. Die waren vor 2-3 Jahren der heiße Scheiß und man hatte das Gefühl, okay, in einem Jahr gibt es gar keine Adidas und keine Nike mehr, obwohl die beiden eine viel stärkere Marktposition haben. Under Armour ja eigentlich in einem kleinen Marktsegment ist. Du kannst vielleicht mal erklären, was mit der Aktie passiert ist und wie das auch aus jemand, der das Zeug selber nutzt und in dem Bereich drin ist, wie man da auch sieht, wie sich so eine Aktie entwickelt. Ja genau, ohne den Chart vor mir zu haben. Die Aktie wurde ja über Jahre wirklich hochgeprügelt und eben auch in völlig andere Bewertungsmaßstäbe gesetzt als eben Nike und Adidas. Und ja, die Fantasie, die da drin war, die war zum Teil sicher berechtigt, weil man eben ja sehr gute Verkaufszahlen hatte, aber zum Teil eben auch nicht, weil man ganz andere Marktsegmente angesprochen hat. Also Adidas und Nike sind ja nicht nur Sportmarken, sondern ja Lifestyle-Brands und positionieren sich in ganz normalen Alltag. Also ich meine, wenn man heute durch die Stadt geht, haben wahrscheinlich 60-70% der Menschen entweder einen Sneaker von Adidas oder von Nike an. Und davon war ja Under Armour völlig entfernt, sondern man hat eben ja Sportsachen gemacht, was ja für einen Sportartikelhersteller völlig okay ist. Aber dann muss man sich natürlich die Frage stellen, warum man den in Relation zu Nike und Adidas zieht.
Genau, man sieht es hier an diesem Tannenbaumchart, der sich da abgezeichnet hat, nicht komplett vollendet. Jetzt haben Sie die Kurve bekommen. Es gibt übrigens andere Aktien, auch, na, ich komme gerade, Crocs. Erinnert euch da mal an, die waren auch mal total gehypt. Man hatte das Gefühl, irgendwann die Leute werden nur noch Crocs sagen. Was ist passiert? Massiver Einbruch. Achtet unbedingt bei diesen Hype-Aktien drauf, was ist da hinten dran? Und dann muss man genau gucken, ist es wirklich ein Hype oder hat da jemand ein komplett neues Marktsegment für sich entdeckt? Eine Netflix zum Beispiel würde ich da ausnehmen. Wirklich in einem neuen Marktsegment drin, da muss man höchstens darauf achten, gibt es da einen etablierten Player, wie zum Beispiel eine Apple, die sagt, okay, wir halten, oder Amazon, wir halten da so stark dagegen, dass wir den Neuling unter Druck setzen. Aber wenn jemand in einem etablierten Segment ist und da als Seiteneinsteiger reinkommt und bewertet wird wie die Platzhirsche, muss man wirklich schnell liefern. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, es ist alles wunderbar, was Tesla macht. Und Musk verspricht auch Sachen und jetzt produzieren sie ein paar Autos mehr. Ja, das ist alles fein. VW produziert nur wahrscheinlich irgendwie in 2 Stunden so viele Autos wie Tesla im ganzen Jahr. Also auch da muss man gucken, was ist ganz viel Marketinggesabbel von Elon Musk und was ist wirklich hinten dran. Und dann nimmt man die Marktkapitalisierung und nimmt das, was hinten rauskommt und guckt sich an, okay, das, was Tesla vielleicht in den nächsten 10 Jahren an Gewinnen verspricht, das schütten Daimler und BMW in 2 Jahren, 3 Jahren als Dividende allein aus. Auch da Relation bewahren und immer genau hingucken. So, und da wir heute das Thema Börsenpsychologie haben, möchte ich mal noch etwas anderes aufrufen, wo ihr das auch herrlich durchexerzieren könnt. Meine Frage, hat irgendjemand in den letzten 6 Wochen was über den Euro gelesen? Nö, ne? Euro ist nicht mehr. Also Währungen generell sind nicht mehr so spannend, gibt es keine News. Also war ein bisschen spaßeshalber gemeint, denn wir waren bei 1,26 rum. Seitdem hört man nichts mehr vom Euro. Warum? Ganz einfach, weil das Sentiment zurückgegangen ist. Wir hatten hier Mitte Februar das Top, knappe 1,26 und seitdem setzen wir uns. Es war nach oben nicht mehr so wahnsinnig viel drinne. Es gibt so viel, was man für den Euro ins Feld führen könnte. Das konnte man aber auch schon vor 8 Wochen und es ist alles im Markt eingepreist. Warum sollten wir jetzt weiter steigen? Es gibt gerade keinen Grund. Also läuft der Euro seitwärts. So, und dann gab es ja die Frage, jetzt gucke ich mal, wie weit der Chart zurückreicht, zum Öl. US Light Crude haben wir momentan bei 68 Euro. Jetzt gucke ich mal, hoffentlich geht er weit genug zurück. Okay, kein Problem, ich gehe einen Umweg. Denn über den Rohstoff-Button komme ich ja ganz schnell. Ich kann sogar Brent nehmen, da ist es noch schöner zu illustrieren. Also 73 US-Dollar, übrigens mal wieder 5 Dollar Spread, das ist auch ganz ordentlich. So, schauen wir uns doch mal Öl an. Die Frage kam von, ich gucke gerade, Robert sagt, Öl ist derzeit in Backwardation. Jupp. Liegt natürlich auch so ein bisschen an dieser Iran- und Saudi-Arabien-Thematik und so weiter. Aber Öl ist ein klassisches Beispiel. Hier, als wir diese doppelte Bodenbildung sehen, hat die größte Investmentbank der Welt, Goldman Sachs, oder nicht die größte ist es nicht, aber die bekannteste würde ich fast mal sagen, ausgerufen, 15 Dollar waren es, glaube ich, damals. Auf 3, 4 Tage war das ziemlich genau am Low des Ölpreises. Das war auch die Woche, in der bei NTV, ich erinnere mich noch, wir, Benji und ich, eine Analyse geschrieben haben, neutrale Analyse zum Ölpreis und gleichzeitig aber viel besser geklickt wurde der Beitrag Ölpreis Kursziel Null. Es gab sogar Fantasten, die gesagt hatten, man kriegt noch Geld dazu, wenn man Öl nimmt. Auch das aus der Rubrik Börsenpsychologie. Wenn man solch einen Bullshit liest, dann weiß man, okay, jetzt muss ich wirklich auf der Long-Seite Stücke nehmen. Hier bei 145 kam auch der Kollege aus dem Rohstoffbereich von Goldman raus, wo sie danach sagten, ja, Moment, das ist ja nur einer aus einer Abteilung, der das gesagt hat. Der hatte damals, glaube ich, 250 vorhergesagt. Da ging es mal sportlich von 145 im Jahr 2008, 2009 auf 30 runter. Hier sieht man wunderbar, das ist auch im langfristigen Bereich sogar fast ein doppelter Boden mit etwas tief hängendem zweiten Bein. Aber vor allen Dingen hier,
Der Preis hat sich weit, weit mehr als verdoppelt und kein Mensch redet drüber. Gibt's irgendjemand, der bestreiten oder 10 Dollar Ziel kann auch sein, Raphael, kommt gerade im Chat, kann auch sein. Gibt es irgendjemand im Chat hier, der bezweifeln würde, dass wir weiterhin Fracking in den USA haben, dass die Amerikaner die Förderung weiter hochziehen könnten, dass das Angebot ausreichend ist? All das waren die Argumente bei 25, bei 30 Dollar. Man hört nichts mehr davon. Nichts mehr. Ich meine, wir haben irgendwie nicht Brent bei 40, sondern wir haben es bei 73 US-Dollar. So, und ich prognostiziere, wenn wir jetzt noch 12 Dollar laufen oder noch 10, 85, 90 Dollar, dann werdet ihr bei NTV die Schlagzeilen lesen und da werden wir wahrscheinlich auch einen Anruf kriegen. Ey Jungs, könnt ihr nicht mal was machen? Gold, Kursziel 100. Könnt ihr die Uhr nachstellen? Dann wisst ihr, alles klar. Es ist Zeit, das Ölköfferchen zu packen und auf die Short-Seite zu wechseln. Es klingt jetzt alles relativ banal, aber es ist wirklich so. Börsenpsychologie hilft wahnsinnig. Und wenn man sich das mal vor Augen führt und nimmt mal vielleicht jeder so seine Lieblingsaktien oder Basiswert und guckt einfach mal die letzten 10 Jahre, wenn man sich mal selber kontrolliert und rückblickt, wann hatte ich die meiste Panik, wann war ich am besten drauf? Und dann sieht man möglicherweise, dass man da selber auch drauf reinfällt, aber der Trick ist, sich da wirklich selbst auszutricksen. Was ich zum Beispiel manchmal mache, wenn ich eine Aktie habe, wo ich sage, ah, die hätte ich gerne, Siemens, Daimler, was auch immer, und die ist jetzt total überreizt, oder eine Adidas, die bei 200 war, und ich sage, die hätte ich gern mal nochmal zu 140. Dann gehe ich hin und nehme den längstmöglichen Zeitraum beim Broker und stelle einfach eine Order rein, die 30, 35% unter aktuellem Niveau ist. Damit trickst man sich selber aus, denn es gibt ja nur eine Sachlage, die verhindern kann, dass es sinnvoll ist dann, wenn man die Aktie ohnehin will, sie zu kaufen, dass sich fundamental am Unternehmen was geändert hätte. Ja? Nehmt mal beispielsweise 2009. Ich habe 2009 mal einen Beitrag geschrieben, erinnere ich mich noch. Tenor war, ja, es ist alles auf Deutsch gesagt im Arsch, aber die BASF hat zwei Weltkriege überlebt. Was zur Hölle soll kommen, dass diese Firma nicht mehr existiert? Das reichte damals meiner Ansicht nach als Begründung, um die Aktie zu kaufen. Nicht mehr und nicht weniger. So. Und vielleicht kriegt man in den nächsten 5 Jahren nochmal die Chance, dass man sagt, alles geht in die Grütze. Und dann finde ich, ist auch so eine private Liste, die man hat. Und man guckt sich dann an. Nestle, Amazon, Daimler, keine Ahnung, was eure Vorlieben sind. Jeder hat ja seine Lieblingsaktien. Aber es hilft total, sich vorher eine Liste zu machen und sagen, das sind meine Wunschkurse. Das Tief wird man niemals erreichen. Schaffe ich auch nicht. Ist auch total albern und illusorisch. Ich habe privat zum Beispiel Dezember 2008 gekauft. Stück weit weg von der 3,6 vom Tief. Es war trotzdem super. Noch steuerlich auch. Aber man trifft das Tief nicht. Das muss man sich sagen. Aber es ist an einem Aktienmarkt, der à la longue nach oben läuft, eine herausragende Leistung für jeden von uns, finde ich, zu sagen, man sammelt dann ein, wenn Panik da ist, weil man dann immer ein Stück weit vom Top weg einsammelt. Und das kann man auch in so einem Portfolio wie bei Ayondo machen, indem man einfach sagt, ich greife dazu und lasse es stehen. So, und wenn es dann noch weitere paar Prozent runtergeht oder 10%, entweder kauft man noch einen Tick nach oder man stockt sogar noch mal auf, aber auf alle Fälle, dass man sagt, hey, ich gehe nicht raus. Und wenn man dann mal oben ist, keiner mehr weiß, wo oben ist, aber wenn man den Eindruck hat, der Markt ist jetzt wirklich überhitzt, so wie ich das im Januar hatte, dann kann man noch mal sagen, okay, ich weiß nicht bei 13,6, ob es sinnvoll ist, rauszugehen. Der DAX hätte auch auf 14,5 laufen können in der Überhitzung. Warum nicht? Aber ich weiß, es ist keine gute Gelegenheit, zum Einstieg. Wir hatten, und damit möchte ich das schließen und vielleicht für Fragen reingeben, die letzten 5 Minuten. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit so viel Börsenpsychologie. Nikolas, wir hatten früher bei Börse Online mal die Thematik und die Diskussion in der Redaktion, ob wir den Begriff halten streichen. Ich persönlich war sehr dafür, denn für mich gibt es am Aktienmarkt nur kaufen oder verkaufen. Halten ist für mich ein Versteckding für feige Analysten oder für welche, die in Banken sitzen, die irgendwie Unternehmen covern und die sich nicht trauen, verkaufen auszusprechen. Halten interpretiere ich immer wie verkaufen. Denn was soll halten sein? Also eine Aktie ist bei 80 und ich sage halten, weil ich sage, da bleibt sie. Warum soll ich sie kaufen oder behalten, wenn sie bei 80 bleibt? Also dann habe ich ja keine Upside. Also gibt es nur, entweder ich kaufe sie oder ich kaufe sie nicht. Insofern dieses Halten,
finde ich unsinnig. Und das war damals die große Diskussion. Wir haben damals das Halten ersetzt durch Beobachten. Das war ziemlich feige, ist durch Mehrheitsbeschluss in der Redaktion durchgegangen. Aber ja, für mich gibt es eigentlich nur Kaufen und Verkaufen. So, und jetzt kommt Thomas und das ist sehr lustig. Ich traue ja Apple nicht. Ich weiß nicht, wie die. Also, kurze Anekdote zu Apple. Ich habe gestern mit einem ehemaligen Webinarkollegen von uns hier telefoniert. Der war Rennrad trainieren auf Mallorca und sagte, ja, ich sitze gerade hier auf der Promenade am Ballermann. Wir telefonieren. Halbe Stunde später gehe ich auf finanzen.net, krieg oben Störerwerbung für Abendevent im Bierkönig. Ich denke so, wie beschissen ist denn Apple drauf? Was ist das für eine Werbung? Und dann denke ich, das gibt's ja gar nicht. Du hast vor einer halben Stunde mit dem telefoniert, der war auf Mallorca und jetzt kriegst du die nutzerindizierte Werbung. Also das mal als Anekdote nebenher, was alles mit Apple so geht. So, aber jetzt aus der Rubrik darf ich auf eine Aktie hinweisen, Thomas. Thomas fragt nach der Sberbank. Weise ich gerne drauf hin. Denn Russland ist so ein typisches Beispiel für mich für einen Markt, der jetzt richtig zusammengeknüppelt wird, wo ich aber sage, es gibt auch in Russland gute Aktien. Und ich hatte mal über die Sberbank erzählt, da war ich für Aiondo, oder da habe ich einen Aiondo-Teaser gedreht, das weiß ich noch, in Ljubljana war das, genau. Und da fiel mir auf, überall in Slowenien und auch teilweise in Kroatien, Sberbank extrem gut vertreten, hatte mir die Aktie damals privat auch gekauft. Die Sberbank ist jetzt zuletzt eben durch diese ganze Sanktionsdiskussion und Thematik massiv unter Druck gekommen. Ihr seht das hier zum Beispiel auch in, ich glaube, das ist in Rubel, ne? 215 Rubel. Der Rubel ist natürlich auch unter Druck gekommen. Aber da sieht man, auf einen Monat von 270 waren wir auf 190. Massiver Absturz in dieser Bank. Jetzt kann sich jeder natürlich seine eigene Meinung machen über russische Banken. Aber wenn man sich auch da fragt, ist das nachhaltig, die Sanktionen? Ist diese russische Bank wirklich schlechter, weil die Amerikaner jetzt sagen, wir ziehen den Gürtel ein bisschen an? Oder ist es vielleicht eher so, dass da Stärke demonstriert werden will und man sagt, ja, wir zeigen den Russen mal, was geht und danach geht es alles seinen Gang weiter? Für mich auch sowas. Wenn ich so eine Bank schon immer haben wollte und sage, die machen gutes Geschäft in Osteuropa, die sind stark, bei sowas muss ich zuschlagen. Das ist jetzt, wie gesagt, keine Empfehlung, aber jeder kann sich da Gedanken machen und überlegen, ist das eine schöne Gelegenheit? Machen die gutes Geschäft? Guckt sich an, was schütten die an Gewinnen aus? Wie profitabel sind die? Und so weiter und so weiter. Sehr exotische Aktie, aber vielleicht auch noch eine Betrachtung wert. Und wo wir bei Aktien sind, die möglicherweise überhitzt sind, kann man dann auch gucken und sagen, okay, wie läuft die Weltkonjunktur? Wie stark sind einzelne Marken? Was ist alles eingepreist? Und da gilt dann natürlich wieder der Verweis auf eine Aktie wie Adidas beispielsweise, wo man sagt, die läuft sehr lange, da ist ganz, ganz viel Positives drin. Sobald die Weltkonjunktur irgendwann kippt, ist natürlich so eine Aktie dann auch anfällig. Und übrigens, das habe ich heute Mittag bei NTV auch gesagt, auf die Fangaktien in den USA, die man ja auch bei Aiondo alle handeln kann, gibt es momentan, Pi mal Daumen, 250 Analystenempfehlungen. 245 sind nicht auf Verkaufen, sondern kaufen oder halten. Die meisten auf kaufen oder stramm kaufen. Auch das vielleicht als Anregung, sowas zu sehen und sich zu überlegen, wie viel Potenzial ist dann noch. Und das muss nicht heißen, dass die dann in den nächsten Wochen direkt fallen, aber mittelfristig deutet sowas häufiger auf einen überhitzten Markt hin. Umgekehrt eben auch, wenn alle draufkloppen auf eine Aktie und sie zum Verkaufen empfehlen, guckt euch an, die letzten 10 Jahre, immer wenn die Lufthansa bei 8 € war, was die Goldmänner, die Deutschen und wie sie alle heißen, da gesagt haben, was das für eine miese Airline ist und was sie jetzt sagen bei knapp 30. In diesem Sinne, es ist 19 Uhr, ich habe ganz viel geredet, es war ein Webinar mit dem Fokus Psychologie. Ihr könnt noch mal reingucken, wenn ihr wollt, im Bola Strategie Portfolio. Denjenigen, die noch dabei geblieben sind, ja, ich habe alles getan, es hat viel schneller geklappt als gedacht.
Es ist bei 65% seit Start, der DAX bei 19. Helmut Kohl hat mal gesagt, entscheidend ist immer, was hinten rauskommt. Das war, glaube ich, Helmut. Und ja, in diesem Sinne, ich freue mich auf weitere schöne Webinare bei Iondo, freue mich auf das und über das Feedback, übers Weitersagen. Und ja, viel Erfolg beim Traden. Lasst euch nicht austricksen von der großen Marktpsychologie oder vielmehr nutzt sie so gut wie es geht und mixt euch selber alles zusammen. Können auch Charttechniker dabei sein und so weiter. Und man kann da ein großes Bild draus schnüren und sich dann selber seine Trading-Strategie zusammenbasteln. Das ist ohnehin das Beste, denn nicht jeder hat jeden Basiswert im Blick, nicht jeder tradet jede Art von Basiswerten von Aktien. Und jeder hat auch immer noch seine eine kleine spezielle Idee und Herangehensweise. Das sollte man auch so beibehalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Nikolas. Ich glaube, der ist ein bisschen früher raus aus dem Webinar. Kein Problem. Und die Aufzeichnung, wer zu spät kam, bei Iondo, wie immer. Unter Iondo und dann in der Kategorie Wissen. Vielen Dank auch im Namen von Iondo. Einen schönen sonnigen Abend.